Kunst auf einer Hauswand. Dieses Werk heißt Wollust. Der Künstler, ein 28-jähriger Grieche, der sich Insane 51 nennt. Riesige Wände zu bemalen, sei einfach wunderbar, meint er. Wenn du etwas so Großes und dazu im Freien malst, kannst du deine Arbeit einer Menge Leute zeigen und sie ist für jeden zugänglich. Kunst für alle, die ganze Stadt als Leinwand, das ist ein Teil des Konzeptes von Metropolink. Zum 7. Mal findet das Festival statt. In Heidelberg sind über die Jahre zahlreiche Graffitis entstanden. Neu in diesem Jahr auch die Arbeit von Milo aus Italien. Im Patrick Henry Village, einem ehemaligen Militärgelände der US-Amerikaner, entsteht eine der größten Street-Art-Galerien Deutschlands, unter anderem mit Graffitis von Sammy Deluxe. Das Ziel? Die Stadt modernisieren. Heidelberg ist Schloss, Brücke, Kirche, sehr romantisch erstmal gedacht. Und wir versuchen eben diese Urbanität hier reinzubringen, das urbane Feeling mit der Street-Art in die Stadt. Mit Musik und Lichteffekten wurde Metropolink gestern Abend eröffnet. Das Festival geht noch bis zum 8. August.